halte dich in meinem Arm umfangen. Wie ein Saatkorn ist die Hoffnung aufgegangen. Wird sich nun der Traum erfüllen derer, die ihr Leben gaben für das kaum erträumte Glück, Leben ohne Angst zu haben? Sie gaben ihr Leben für eine Welt, in der es möglich sein könnte, zu leben, ohne Angst zu haben. Angst vor Krieg und Terror, Unrecht und Gewalt. Die Frauen und Männer, die ihr Leben einsetzten gegen die Unmenschlichkeit der Nazi-Diktatur, die einer menschenverachtenden Ideologie entsprang, waren nicht nur Zeugen eines anderen Deutschland, sie waren auch Wegbereiter einer auf Frieden und Völkerverständigung gerichteten neuen europäischen Kultur. Ihr Erbe muss sich heute mehr denn je bewähren. Sie kamen aus unterschiedlichen Welten und fanden zusammen, als Menschenrecht und Menschenwürde nichts mehr galten in diesem Land. Christen aus unterschiedlichen Konfessionen, Sozialisten und Kommunisten, Konservative und Humanisten mit und ohne religiöse Bindungen. Sie hatten sich zuvor wenig gekannt und einander oft misstraut, doch nun gehörten sie zusammen in einer gemeinsamen und geheimen Front für Menschlichkeit und Recht und am Ende in den Todeszellen der Nazis. Drei Kreise wollen wir heute miteinander in Beziehung setzen, die untergründig auch in ihrer Zeit miteinander verbunden waren. Im Mittelpunkt soll die Weiße Rose stehen, an deren Ende vor 70 Jahren auch in unserer Hochschule in mehreren Veranstaltungen erinnert wurde. Ihre Mitglieder traten am Ende in Verbindung mit der Roten Kapelle, wie die Schulze-Boysen-Harner-Gruppe in Berlin von der Gestapo genannt wurde. Mittelsmann sollte unter anderem Dietrich Bonhoeffer sein, der jedoch am 25. Februar 1943 vergeblich am konspirativen Treffpunkt wartete. Da waren Hans und Sophie Scholl schon tot. Aber ihre Flugblätter konnte er noch nach Schweden bringen, bevor man auch ihn zum Schweigen brachte. Immer wieder gibt es Versuche, diese Menschen für die jeweils eigenen kirchlichen und politischen Interessen zu vereinnahmen. Diese Abgrenzungen hatten sie jedoch gerade überwunden. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, war ihre gemeinsame Hoffnung auf eine Zukunft, in der ein Leben ohne Angst möglich werden sollte für die gesamte Menschengemeinschaft. Ihre Stimmen wollen wir nun zu Gehör bringen. Thank you.
München 1942-43. Eine Gruppe Studentinnen und Studenten, alle Anfang 20, entwerfen, drucken und verteilen Flugblätter, die mit leidenschaftlicher und verzweifelter Entschlossenheit zum Widerstand gegen die Nazi-Diktatur aufrufen. Sie fochten gegen das Riesenfeuer mit bloßen Händen, schreibt später Bodo Mann, mit ihrem Glauben, ihrem armseligen Vervielfältigungsapparat gegen die Allmacht des Staates. Gut konnte das nicht ausgehen und ihre Zeit war kurz. Am 18. Februar 1943 fliegt die Gruppe bei einer Flugblattaktion an der Münchner Universität auf. 5 Studenten, unter ihnen eine Frau, und der von ihnen eingeweihte Professor werden vom Volksgerichtshof wegen Hochverrat zum Tod verurteilt und umgebracht. Die Gruppe hatte sich den Namen Weiße Rose gegeben. Unter diesem Namen werden Hans und Sophie Scholl und ihre Freunde später weltweit bekannt. Im ersten Flugblatt der Weißen Rose steht dieser programmatische Aufruf: Leistet Widerstand, Widerstand, wo immer ihr seid. Verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist. Keineswegs geht es in den Flugblättern der Weißen Rose nur um idealistische Appelle, sondern um konkrete Aktionen des passiven Widerstands. Sabotage in rüstungs- und kriegswichtigen Betrieben, Sabotage in allen Versammlungen, Kundgebungen, Festlichkeiten, Organisationen, die durch die Nationalsozialistische Partei ins Leben gerufen werden, Verhinderung der reibungslosen Kriegsmaschine, Sabotage auf allen wissenschaftlichen und geistigen Gebieten, die eine Fortführung des gegenwärtigen Krieges ermöglichen, sei es in Universitäten, Hochschulen, Laboratorien und Forschungsanstalten. Zugleich sind die Flugblätter der Weißen Rose ein seltenes Dokument des menschlichen Anstands und Mitleids, in dem die Notwendigkeit des Widerstands mit dem Hinweis auf die Leiden der Opfer des Nazi-Regimes begründet wird. Erst Anfang 1990 wurden in den Archiven in Potsdam die Verhörprotokolle aus den Untersuchungsberichten der Gestapo zur Weißen Rose gefunden. Sie sind ein Zeugnis des Mutes und der Standhaftigkeit aller an den Aktionen der Weißen Rose Beteiligten. In ihnen wird aber auch auf geradezu bestürzende Weise deutlich, dass zumindest Sophie Scholl ihr Leben hätte retten können, wenn sie das Angebot des Vernehmungsbeamten angenommen, sich von den Aktivitäten der Gruppe distanziert und sich als verführte Naive dargestellt hätte. Die Haltung der jungen Studentin ist in den Gestapo-Akten unmittelbar dokumentiert. Sie täuschen sich. Ich würde alles wieder genau so machen. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, das ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue meine Handlungsweise nicht und will die Folgen auf mich nehmen. Was bringt Menschen dazu, ihre Überzeugung für wichtiger zu halten als das eigene Leben, das noch so offen und voller Möglichkeiten vor ihnen liegt? Es gibt eigentlich nur eine Antwort auf diese Frage, und die ergibt sich aus der Wahrnehmung vieler weiterer Widerstandsbiografien. Widerstehen bis zur letzten Konsequenz hatte etwas mit der Verteidigung und Bewahrung der eigenen Identität zu tun. Die eigene Überzeugung zu verraten hieße, sich selber, den Sinn seines weiteren Lebens in Frage zu stellen, mit einem solchen Verrat nicht weiter leben zu können. Widerstehen hat mit der eigenen Würde zu tun, die nur dann unzerstörbar bleibt, wenn man sie um nichts in der Welt preisgibt. Das bleibt das tiefste Vermächtnis der Sophie Scholl und ihrer Freunde, den Mächtigen gegenüberzutreten und ihnen ins Gesicht zu sagen: Ihr habt alle Macht und Machtmittel, ihr könnt ein Volk verführen und beherrschen. Ihr könnt Länder erobern und die halbe Welt unter eure Stiefel nehmen. Mich kriegt ihr nicht. Und sei es um den Preis meines Lebens.
Mich umbringen zu lassen, ist mein Sieg über euch, die ihr die Herzen und Gewissen eurer Untertanen in eure Gewalt bringen wollt. Es ist meine letzte Möglichkeit, mich selbst, meine Identität und Integrität zu erhalten. Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, kritzelte ihr Bruder Hans Scholl am Tag seines gewaltsamen Todes an die Wand der Gefängniszelle. Und auch von den anderen Mitgliedern der Weißen Rose gibt es solche Zeugnisse lebenszugewandter Unbeugsamkeit, auch im Angesicht des Todes. Selbstopferung als Selbsterhaltung, den mörderischen Gewalten zum Trotz. Manchmal ist das Leben da, wo man es verliert. Die Sonne scheint noch, rief Sophie Scholl auf ihrem Weg in den Tod. On arrête pas le soleil war ein Motto der französischen Résistance. Man hält die Sonne nicht auf. Thank you.
bis vom 10. Oktober 1942. Jetzt freue ich mich wieder an den letzten Strahlen der Sonne. Ich staune über die unerhörte Schönheit dessen, was nicht der Mensch geschaffen hat. Die roten Dahlien am weißen Gartentor, die hohen ernsten Tannen und die zitternden, goldbehangenen Birken mit ihren jetzt leuchtenden Stämmen vor all dem grünen und rostfarbenen Laubwerk. Die goldene Sonne, die leuchtende Farbenkraft eines jeden einzelnen Dinges noch erhöht, anstatt wie die glühende Sommersonne alles, was sich neben ihr noch regen will, zu erdrücken. Alles ist so zum Staunen schön, dass ich noch nicht weiß, was für ein Gefühl mein sprachloses Herz dafür entfalten soll. Denn für eine reine Freude daran ist es noch nicht reif genug. Es staunt und beglückt sich mit entzücktem Staunen. Ist es nicht auch rätsels genug und, wenn man den Grund dafür nicht weiß, beinahe furchterregend, dass alles so schön ist? Trotz des Schrecklichen, das geschieht. In meine bloße Freude an allem Schönen hat sich etwas Großes, Unbekanntes gedrängt, eine Ahnung nämlich von seinem Schöpfer, den die unschuldigen, erschaffenen Kreaturen mit ihrer Schönheit preisen. Deshalb kann eigentlich nur der Mensch hässlich sein, weil er den freien Willen hat, sich von diesem Lobgesang abzusammeln. Und jetzt könnte man oftmals meinen, er brächte es fertig, diesen Gesang zu überbrüllen mit Kanonen, Donner und Flüchen und Lästern. Doch dies ist mir im letzten Frühling aufgegangen. Er kann es nicht. Und ich will versuchen, mich auf die Seite der Sieger zu schlagen. Fünf junge Leute finden sich Anfang der 40er Jahre in München, tun sich zusammen, werden in der kurzen Zeit, die ihnen bleibt, zur Widerstandsgruppe Weiße Rose. Sie kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Milieus, sind in verschiedenen kulturellen und religiösen Traditionen aufgewachsen und sie haben vor allem eins gemeinsam: die Suche nach einem eigenen, selbstverantworteten Weg durch ihr Leben
als sie leben. Die bald nach dem Krieg einsetzende Heiligsprechung der Weißen Rose hat aus ihnen unnahbare Heilige und Märtyrer gemacht und damit das Schweigen der großen Mehrheit entschuldigt. Widerstand, so wollten die vielen Mitläufer glauben, konnten nur Menschen leisten, die eben nicht ganz normal waren. In der neueren Forschung zur Weißen Rose ist dieses Bild der jungen Widerständler eindrücklich korrigiert worden. Inzwischen sind sie als wirkliche Menschen sichtbar, allesamt lebenshungrig und sinnenfroh, mit Schönheit und Klugheit begabt, mit intensiv gelebten Freundschaften und Liebesbeziehungen, die das Opfer ihres Lebens aus Liebe zum Leben brachten, nicht aus seiner Verneinung. Sie alle waren in unterschiedlicher Weise religiös geprägt, aber ihr Sterben war kein religiös motivierter Opfergang. Was sie von der Masse der Nazi-Anhänger und Mitläufer unterschied, war die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverantwortung in einer Gesellschaft, die mehrheitlich in Marschtritt und Gleichschaltung erstarrt war, und die Fähigkeit zur Empathie mit den Opfern, die einer gegenüber dem Leid der anderen apathisch gewordenen Gesellschaft weitgehend abhanden gekommen war. So wollten sie nicht leben und dafür wollten sie nicht sterben. In einer Zeit, in der der Tod allgegenwärtig war, wollten sie für das Leben einstehen und sei es um den Preis des eigenen Lebens. Einmal muss das Menschliche hoch emporgehalten werden, dann wird es eines Tages wieder zum Durchbruch kommen. Wir müssen dieses Nein riskieren gegen eine Macht, die sich anmaßend über das Innerste und Heiligste in Menschen stellt und die Widerstrebenden ausrotten will. Wir müssen es tun um des Lebens willen. Diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen. Dieser Christoph Probst zugeschriebene Satz beschreibt den Kern ihrer gemeinsamen Überzeugung, die auf einem allgemein christlichen, noch allgemeiner, zutiefst humanistischen Gedanken beruht. Es waren nicht die institutionalisierten Kirchen, die ihr widerständiges Denken und Handeln beeinflussten. Die entscheidenden Anstöße kamen aus philosophischen, theologischen und literarischen Traditionen, die institutions- und konfessionsübergreifend entstanden sind und gewirkt haben. Die unterschiedlichen religiösen Sozialisationen, aus denen sie jeweils kamen, waren für sie nicht nur kein Problem, sondern im Grunde kein Thema mehr. Alexander Schmorell war als Sohn einer russischen und früh verstorbenen Mutter orthodox getauft, Willi Graf katholisch, Hans und Sophie Scholl evangelisch, Christoph Probst überhaupt nicht. Er wuchs bereits multikulturell und multireligiös auf, mit Elementen katholischer, jüdischer und asiatischer Religion. Alle waren sie also mehr oder weniger traditionell religiös sozialisiert, suchten aber jeweils ihren ganz eigenen Weg über die traditionelle Prägung hinaus. Sie lasen und diskutierten Dostojewski und Berdjajew, Claudel und Bernanos, Augustinus und Thomas von Aquin, Pascal und Kierkegaard, Maritain und Newman. Nachdem die moderne Literatur der großen Bücherverbrennung zum Opfer gefallen war, hielten sie sich an das, was ihnen auf andere Weise die Möglichkeit der Dissidenz zum Nazistaat und seiner brutalen Geistlosigkeit eröffnete. Entscheidend wurde vor allem für Hans und Sophie Scholl die Begegnung mit den theologischen Denkern der Renouveau Catholique, die einen christlichen Existenzialismus vertraten, der sie mit evangelischen Theologen aus dem Widerstand, vor allem mit Dietrich Bonhoeffer, verband. Der Satz von Maritain, il faut avoir l'esprit dur et le cœur tendre, man muss einen scharfen Verstand und ein zärtliches Herz haben, wurde vor allem für Sophie Scholl zum Lebensmotto. Brief von Sophie Scholl an Lisa Rempis, vom 14. Januar 1942. Heute habe ich im Radio geschwind Musik gehört. Von wem weiß ich nicht. Aber aus der Zeit Bachs ein herrlich klares, stolzes und lebensfrohes Quartett von solcher Unsentimentalität und wunderbaren Härte, da fällt mir das Wort ein,
faut avoir l'esprit dur et le cœur tendre, das ist gut. Musik bringt es am ehesten fertig, mein stumpfes Herz in Aufruhr zu bringen. Und das ist ja nötig, Voraussetzung für alles andere. Dann hatte ich ein solches Verlangen, dieselbe klare Luft zu atmen, wie jene Menschen, die das Musikstück geschaffen haben. Und schon dies Verlangen hat genügt, mich ein bisschen aus dem umgebenden Schlamassel des befohlenen Kriegshilfsdienstes herauszuheben. Ich will versuchen, wieder Orgel spielen zu dürfen. Das kurze Leben der Sophie Scholl war von ungeheurer Intensität, angefüllt bis an den Rand mit kritischer Reflexion ebenso wie mit tiefem Gefühl. Für die Bäume, die Blumen, das Wasser, die Freundinnen und Freunde, die Musik, den Himmel und die Sonne, die Literatur und die Kunst. Sie zeichnete und malte und modellierte, oft zusammen mit Alexander Schmorell, dem Freund ihres Bruders und seinem engsten Mitverschworenen, den seine Freunde Schurig nannten. Und sie diskutierte mit scharfem Verstand und zärtlichem Herzen mit dem Freund und Geliebten Fritz Hartnagel, der als Offizier und militärischer Ausbilder die Soldatenehre zu verteidigen suchte. Zum Beginn des Krieges schrieb sie ihm, nun werdet ihr ja genug zu tun haben. Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Brief von Sophie Scholl an Fritz Hartnagel an die russische Front vom 3. Januar 1943. Hoffentlich geht es dir recht gut, dass dich auch der Kriegslärm und das Elend nicht aus deiner geraden Bahn bringen können. Oh, ich glaube wohl, dass das Elend stumpf machen will. Doch denke daran, un esprit dur et du cœur tendre. Oftmals bin ich unglücklich, dass alles Leid nicht durch mich geht. So wenigstens könnte ich einen Teil meiner Schuld abtragen an denen, die unverdient so viel mehr leiden müssen als ich. In Gedanken bin ich jetzt so viel bei dir, dass ich oft meine, wir müssten uns begegnen. Doch frage ich mich immer wieder mit Sorge, wie es dir jetzt ergehen mag. Du weißt, wie schwer ein Menschenleben wiegt. Und man muss wissen, wofür man es in die Waagschale wirft. Und nun Gott befohlen.
Hans Scholl, der ältere Bruder, Student der Medizin, erlebt den Krieg als Sanitätssoldat in Frankreich und der Sowjetunion. Als unruhiger und suchender junger Intellektueller nimmt er mit großer Begeisterung und Intensität Einflüsse aus der französischen und russischen Kultur auf und vertieft sie durch seine Freundschaft mit Rose Nägele, die im Elsass lebt, und mit Alexander Schmorell, der seiner russischen Heimat tief verbunden ist. Er stellt intensive Freundschaften und Liebesbeziehungen her und bleibt bei keiner. Seine tiefsten Gedanken aber teilt er mit Rose und das größte Abenteuer mit Alex. Mit ihm zusammen gründet er die Widerstandsgruppe. In der Zusammenarbeit mit ihm entstehen die ersten vier Flugblätter der Weißen Rose. Und dann kommt nach und nach Christus ins Spiel, der seltsame ferne Bruder, der das Leiden der Verfolgten teilt, der selber in den Opfern gekreuzigt wird und der am Ende immer noch näher und stärker ist als der Tod. Hans Scholl, Brief an Rose Nägele vom 25. Januar 1942. Ich bin gegenwärtig ein Mensch auf dem Wege und werde es hoffentlich immer bleiben. Ich habe endlich nach vielen unnütz verflossenen Jahren das Beten wieder gelernt. Welche Kraft habe ich da gefunden? Ich habe deinen Brief gelesen und habe mich über deine Gedanken gefreut. Auch ich verachte alle harten Menschen weit mehr als die schweren Sünder. Seelenhärte ist das Abscheulichste unter den Menschen. Sie entspringt der letzten Lebensunfähigkeit und raubt dem Menschen das eigentlich Menschliche. Tapferkeit ist etwas ganz anderes. Der Sinn der Tapferkeit wird gegenwärtig vollkommen gefälscht. War Christus nicht der Tapferste von allen? Und dennoch hat er nach Wasser verlangt, als es ihn dürstete. Hans Scholl, Brief an Professor Kurt Huber von der Front in Russland vom 17. August 1942. Von Warschau aus, wo die ganze Studentenkompanie noch beisammen war, wollte ich Ihnen schon eine Postkarte schreiben, aber es ging alles viel zu schnell. Die Stadt, das Ghetto und alles drum und dran hatte auf alle einen sehr entscheidenden Eindruck gemacht. Es ist unmöglich, auch nur ein schwaches Bild dessen zu geben, was in Russland vom ersten Tag an nach der Grenzüberschreitung auf mich eingestürmt ist. Ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte zu beschreiben. Russland ist in jeder Beziehung so ungeheuer groß, so ohne jede Grenze und grenzenlos ist die Heimatliebe seiner Bewohner. Ich bin mit drei guten Freunden, die Sie kennen, bei derselben Kompanie. Besonders wertvoll ist mir mein russischer Freund Alexander Schmorell. Auch ich bemühe mich sehr, die russische Sprache zu lernen. Wir gehen abends zu den Russen und trinken Schnaps und singen mit ihnen. Tagebucheintrag während des Fronteinsatzes in der Sowjetunion vom 22. August 1942. Hier sterben täglich 10, das ist noch nicht viel, und es wird kein Aufhebens davon gemacht. Wie viele Blumen werden achtlos zertreten? Wird nicht Christus stündlich 100-fach gekreuzigt? Neulich haben Alex und ich einen Russen begraben. Er muss schon lange draußen gelegen haben. Wir hatten das Grab schon fast zugeschüttet mit Erde, da fanden wir noch einen Arm. Zum Schluss haben wir ein russisches Kreuz gezimmert und am Kopfende in die Erde gesteckt. Jetzt hat seine Seele Ruhe. Thank you.
weißen Rose auf die eine oder andere Weise kirchlich und konfessionell zu vereinnahmen, verbietet sich nicht zuletzt deswegen, weil sie wie alle christlich motivierten Widerstandsangehörige zwar aufgrund ihres christlichen Glaubens, jedoch gegen die Haltung ihrer Kirche zum aktiven Widerstand gegen das Naziregime gefunden haben. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche verurteilten offiziell die Teilnahme am politischen Widerstand, gleich welcher Art, und dies teilweise noch über den Zusammenbruch des Dritten Reiches hinaus. Das, was die Kirche nach anfänglicher Sympathie für diese sogenannte neue Ordnung an Widerstand aufbrachten, war die Sicherung ihres Innenbereichs. Im Reichskonkordat, das zwischen der Hitlerregierung und den deutschen Bischöfen geschlossen wurde, versuchte die Kirche mit vertraglichen Mitteln ihre Struktur und Identität zu wahren. Der Akzent lag auf der Selbstbehauptung. Der Widerstand der Kirchen galt vor allem der Verletzung des inneren Bereichs. Er war kirchlich motiviert, nicht politisch. Hier weist die Verteidigungslinie der katholischen Bischöfe deutliche Parallelen mit dem Verhalten der evangelischen Landesbischöfe in den sogenannten intakten Landeskirchen wie Bayern auf. In der Flut einer Bewegung, die alles zu überschwemmen drohte, versuchte man ein Stück eigener Existenz, eigener Integrität zu retten, so Hans Meyer in seiner Weiße Rose Gedächtnisvorlesung. In einer solchen Kirche wuchsen die Geschwister Scholl auf. Die sogenannten intakten evangelischen Landeskirchen von Bayern und Württemberg hatten die innerkirchliche Machtübernahme durch die narzisstischen deutschen Christen abgewehrt und damit den sogenannten Kirchenkampf, der ausschließlich ein innerkirchlicher Kampf war, für sich für beendet erklärt. Wer sich darüber hinaus mit dem Staat anlegte, konnte mit keiner Unterstützung von Seiten der Kirchenleitungen rechnen. Die lutherische Zwei-Reiche-Lehre erlaubte Widerstand dort, wo der Staat in die Kirche hineinregieren wollte, verbot aber geradezu das Eingreifen der Kirche in sogenanntes weltliches Regiment, dem damit eine weitgehende Eigengesetzlichkeit zugestanden wurde. Auch die bekennende Kirche, die sich in den deutsch-christlich dominierten Landeskirchen als innerkirchliche Opposition bildete, ist über diese Grenze kaum hinausgegangen. Als die Regierung mit einem Befriedungskonzept ihren Forderungen entgegenkam, hat ein breiter, kompromissbereiter Flügel der bekennenden Kirche seinen Frieden mit dem NS-Staat gemacht. Übrig blieb ein kleiner, radikaler Flügel, eine Art bekennende Kirche, die bald der Verfolgung durch die Nazi-Behörden ausgesetzt war. Zu ihren Märtyrern gehört Dietrich Bonhoeffer, der am Ende den Schritt in den unmittelbar politischen Widerstand wagte und mit dem Leben bezahlte. Er hatte schon 1933 vergeblich den Widerstand der Kirche gegen die Menschenrechtsverletzungen des NS-Staates eingefordert und unter anderem geschrieben, es muss endlich mit der theologisch begründeten Zurückhaltung gegenüber dem Tun des Staates gebrochen werden. Es ist ja doch alles nur Angst. Tu deinen Mund auf für die Stummen. Wer weiß denn das heute noch in unserer Kirche, dass dies die mindeste Forderung der Bibel in diesen Zeiten ist? Er wäre den Scholls ein überzeugender evangelischer Gesprächspartner gewesen. Dietrich Bonhoeffer, die Kirche vor der Jugendfrage, April 1933. Wir haben eine dreifache Möglichkeit kirchlichen Handelns gegenüber dem Staat. Erstens die an den Staat gerichtete Frage nach dem legitim staatlichen Charakter seines Handelns, das heißt die Verantwortlichmachung des Staates. Zweitens der Dienst an den Opfern des Staatshandelns. Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören. Die dritte Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Entwurf für ein Schuldbekenntnis,
1942. Die Kirche war stumm, wo sie hätte schreien müssen. Die Kirche bekennt die Anwendung brutaler Gewalt, das leibliche und seelische Leiden unzähliger Unschuldiger, Unterdrückung, Hass und Mord gesehen zu haben, ohne die Stimme für sie zu erheben, ohne Wege zu finden, ihnen zu Hilfe zu eilen. Sie ist schuldig geworden an den schwächsten und wehrlosesten Brüdern und Schwestern Jesu Christi. Als im November 1938 die Synagogen brannten und die Kirchen zu dem Pogrom schrien, strich Bonhoeffer 1938 in seiner Bibel einen Vers aus dem Psalm 74 an. Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht und kein Prophet redet mehr. Und keiner ist bei uns, der weiß, wie lange. Daneben schrieb er das Datum, 9.11.38. Wie eine Antwort auf diese Klage lesen sich diese Sätze aus dem vierten Flugblatt der Weißen Rose. Überall und zu allen Zeiten der höchsten Not sind Menschen aufgestanden, Propheten, Heilige, die ihre Freiheit gewahrt hatten und die auf den einzigen Gott hinwiesen und mit seiner Hilfe das Volk zur Umkehr mahnten. Gibt es, so frage ich dich, der du ein Christ bist, gibt es in diesem Ringen um deine höchsten Güter ein Hinausschieben der Entscheidung? Wir müssen das Böse dort angreifen, wo es am mächtigsten ist. Und es ist am mächtigsten in der Macht Hitlers. In dieser Zeit finden die Freunde endgültig zur Widerstandsgruppe Weiße Rose zusammen. Was sie in Polen und Russland gesehen haben, hat ihren Willen zum Widerstand endgültig entschieden. Ich wünschte, ich hätte das nicht sehen müssen, was sich in meiner Umgebung zugetragen hat und mich aufs Tiefste trifft. Der Krieg gerade hier im Osten führt mich an Dinge, die so schrecklich sind, dass ich sie nicht für möglich gehalten hätte, schrieb Willi Graf an seine Schwester Anneliese. Nun wird die Widerstandsarbeit organisatorisch ausgeweitet. Es entstehen Netzwerke, Kurierwege, ein weiteres Flugblatt, Mauerinschriften, Nieder mit Hitler, Hitler der Massenmörder, Freiheit. Konspirative Treffen mit Berliner Widerstandskreisen werden vereinbart. Kontaktpersonen sollen Klaus und Dietrich Bonhoeffer sein. Doch auch die Gestapo-Stellen sind alarmiert. Der Apparat arbeitet auf Hochtouren. Hans Scholl erhält Warnungen, man sei ihm auf der Spur. Ein letztes Flugblatt, das sich vor allem an Studenten richten soll, wird diskutiert und vervielfältigt. Am 17. Februar 1943 liegen die Flugblätter fertig verpackt in Sophie Scholls Zimmer und sie schreibt ihren letzten Brief an die Freundin Lisa Rempis. Ich lasse mir gerade das Forellenquintett von Schubert auf dem Grammophon vorspielen. Oh, ich freue mich wieder so sehr auf den Frühling. Man spürt und riecht in diesem Ding von Schubert förmlich die Lüfte und Düfte und vernimmt den ganzen Jubel der Vögel und der ganzen Kreatur. Die Wiederholung des Themas durch das Klavier, wie kaltes, perlendes Wasser, oh, es kann einen entzücken. Thank you.
Mitten in der Gefahr schrieben sie von Licht und Sonne, von Musik und vom Leben. Unmittelbar danach, am 18. Februar 1943, fand die Sportpalastkundgebung mit der Kriegsrede des Propagandaministers Josef Goebbels statt. Wollte den totalen Krieg, wollte ihn totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt vorstellen können. Dann Volk, steh auf und Sturm bricht los. Am Morgen eben dieses 18. Februar 1943 verteilen Hans und Sophie Scholl das letzte Flugblatt der Weißen Rose in der Münchner Universität. Wie ein Aufschrei gegen die Vernichtungsrhetorik der Kriegspropaganda lesen sich diese Sätze über das Blutbad, das Hitler und seine Genossen im Namen von Freiheit und Ehre in ganz Europa angerichtet haben und täglich neu anrichten. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn es nicht die deutsche Jugend geschafft hat, endlich aufzustehen, zu rächen und zu söhnen zugleich, ihre Peiniger zu zerschmettern und ein neues geistiges Europa aufzurichten. Die letzten Blätter aus dem Koffer wehen in den Lichthof der Universität. Sie leuchten hell in der Frühlingssonne und alarmieren den Denunzianten. Der Rest ist Geschichte. Die Verhaftungen, die Verhöre, das Schnellverfahren, das Todesurteil gegen Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst. Am 22. Februar 1943 sehen die Eltern ihre Kinder Hans und Sophie zum letzten Mal. Gelt Sophie Jesus, sagt die Mutter und schreibt am nächsten Tag an Sophies Freund Fritz Hartnagel, Sophie und Hans waren so gefasst und abgeschlossen mit dem Leben, dass man selbst ganz getröstet war. Sophie lehnte leicht und lächelnd an der Heizung und hatte einen Glanz in den Augen, den ich sonst nicht kannte. Zur gleichen Zeit bringt Hilde Koppi, eine junge Frau aus Berlin, ihr erstes Kind zur Welt. Sie nennt den kleinen Jungen Hans, so heißt sein Vater. Die Frau wartet im Frauengefängnis auf den Prozess. Der Vater Hans Koppi kämpft in der Folterzelle der Gestapo darum, keinen Namen zu nennen. Er darf seinen Sohn noch sehen, dann wird er gehängt. Die Mutter ist da auch schon zum Tode verurteilt. Sie darf das Kind noch stillen, dann wird auch sie umgebracht. Hilde und Hans Koppi sind aktiv in der Schulze-Beusen-Harnack-Widerstandsgruppe gewesen, die Gestapo Rote Kapelle nannte. Sie umfasste Linke aller Schattierungen, deshalb waren sie in der westdeutschen Geschichtsschreibung lange unsichtbar. Von ihrem Schicksal berichtet aber der evangelische Gefängnispfarrer Harald Bölchau, tief beeindruckt von dem Mut und der menschlichen Größe dieser Andersdenkenden. Ihm verdanken wir Nachrichten aus ihren letzten Stunden. Peter Weiß hat sie in seinem Buch Ästhetik des Widerstands literarisch verdichtet. Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Der Gefängnispfarrer hatte die Möglichkeit wahrgenommen, den Häftlingen noch kleine Erleichterungen zukommen zu lassen. So durfte Harnack, wund von Daumenschrauben und Wadenklammern, Platons Verteidigung des Sokrates und den Prolog zu Faust hören. Und noch an diesem Morgen hatte er ihn, der die verschwollenen Hände in den Fesseln hob, zu trösten versucht, indem er ihm sagte, dass Mildred, seine Frau, der Hinrichtung entgehen würde. Obgleich er wusste, dass Röder, der Kriegsgerichtsrat, dieser grausame Ankläger mit dem vergreisten Kindergesicht im Begriff war, das Zuchthausurteil in Todesstrafe umzuwandeln. Von Zelle zu Zelle gehend, war er ihnen, die von ihren hohen Zielen in tiefste Erniedrigung geworfen werden sollten, zum Boten geworden, der Lebenszeichen überbrachte, und einen jeden hatte er in seinem Abgrund angetroffen. Kuckhoff an den Füßen aufgehängt, mit einem Sack über dem Kopf, Koppi nackt, die Haut blau und zerplatzt, in der Lache des Wassers, mit dem man ihn übergossen hatte, um ihn aus der Ohnmacht zu holen, und Heilmann abgemagert zum Skelett,
doch aufrecht gehalten von dem Triumph, dass es der Folter nicht gelungen war, Bekenntnisse aus ihm herauszupressen. Was der Seelsorger zur Ausübung seines Berufes erlernt hatte, war längst ersetzt worden durch andere Einsichten. Teilte er auch nicht die politischen Vorstellungen der Gefangenen, so ergriff ihn doch ihre unnachgiebige Suche nach dem, was für sie das Wahre bedeutete. Nach der langen Zeit, die er unter den Gemarterten verbracht hatte, war ihm der Dienst an Gott, an den er glaubte, zu einem Dienst an der menschlichen Würde geworden. Es eilte nun, durch die Tür des östlichen Flügels zog schon die Wachmannschaft ein. Er musste sich zu den anderen begeben, nichts mehr wusste er Schuhmacher zu sagen, doch der verstand es, sich selber zu trösten, indem er, der Bildhauer, sich sah neben Riemenschneider, Veit Stoß und Jörg Radke, die alle mit ihrer Kunst hineingezogen worden waren in die Volkskriege. Und zu Heilmann sagte er noch einmal, dass sein Schreiben wohl verwahrt sei bei ihm und einmal dem, an den es gerichtet sei, zukommen werde. Und als er dann heraustrat in den Korridor, hörte er Schuhmacher in seiner Zelle rufen, er rief den Namen seiner Frau und sie rief aus der Nachbarzelle seinen Namen zurück. Er verharrte und sie hörte, wie sie einander ihr ganzes Leben zuriefen, während die Soldaten sich aufstellten, Abstand nehmend mit den Ellbogen, hörte diese hin und her fliegenden Rufe der beiden Todeskandidaten, diesen Zwiegesang, der halb erstickt war vom Gestein und der alle kirchlichen Litaneien doch hätte zum Verstummen bringen müssen. Die Erzählungen des Pfarrers sind das Einzige, was Hans Koppi von seinen ersten Kindertagen weiß. Er wuchs bei seinen Großeltern in der DDR auf. Dort nannte man Straßen und Schulen nach seinen Eltern, die nach der Wende umbenannt wurden. Er schreibt später, dass diese erste gemeinsame Zeit mit der Mutter in der Gefängniszelle vielleicht die glücklichste und behütetste Zeit seines Lebens gewesen ist. Thank you.
die eigentümlichen Antriebe aller dieser Menschen zum Widerstand. Ihnen allen gemeinsam ist die Bereitschaft, das Fremde und die Fremden nicht abzuweisen oder zu deklassieren, sondern ihnen mit Interesse, Toleranz und Lernbereitschaft zu begegnen. Das alles stand im Gegensatz zu der Intoleranz eines arroganten Deutschtums, das in der nationalsozialistischen Herrenmenschenideologie nur seine brutale Zuspitzung erfuhr. Alle widerständigen Frauen und Männer verstanden sich als Patrioten, die zur Teilnahme am Schicksal Deutschlands bereit und entschlossen waren, die aber angesichts der Verbrechen an den anderen, den Fremden, den Ausgegrenzten, aus Liebe zu Deutschland das Ende des Naziregimes wünschen und herbeiführen mussten. Zu dieser Konsequenz führt der zweite, nicht weniger bedeutsame Aspekt. Die Perspektive der anderen war in einer Gesellschaft, die geprägt war von faschistischen Herrschaftsstrukturen und Machtfantasien, notwendigerweise zugleich die Perspektive der Opfer. Die Männer und Frauen des Widerstands gehörten zu den Deutschen, die sich zunächst von der Mehrheit dadurch unterschieden, dass sie die Augen vor dem Unrecht der Täter und dem Leid der Opfer nicht verschlossen. Sieh hin und du weißt, diese Aufforderung von Hans Jonas, einem der Überlebenden, wurde programmatisch für die Entscheidung derer, die sich durch das, was sie sahen, zum Widerstand getrieben fühlten. Rachel Salamander hat in ihrer eindrücklichen und anrührenden Weiße Rose Gedächtnisvorlesung aus dem Jahr 2000 darauf hingewiesen, dass die Flugblätter der Weißen Rose das einzige Dokument des deutschen Widerstands seien, in dem die Leiden der Opfer, insbesondere der Juden, öffentlich zur Sprache gebracht und zur Begründung für die Notwendigkeit des Widerstands herangezogen worden sei. Die Studentinnen und Studenten der Weißen Rose haben unter schwersten Bedingungen und unter dem Einsatz ihres Lebens das in das Bewusstsein der Deutschen zu tragen versucht, was Dietrich Bonhoeffer in Reden, Denkschriften und Diskussionen, wenn auch zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht, der Kirche und den Christen einzuschärfen versuchte, dass die einzig menschliche Perspektive die Perspektive der Opfer ist, dass sich insbesondere im Verhalten gegenüber den jüdischen Brüdern und Schwestern Jesu Christi entscheidet, ob die Christen ihrem Auftrag gerecht werden oder ihn verfehlen. Denen, die auch in der evangelischen Kirche in den geistigen Widerstand, in die frommen Zirkel einer liturgischen Bewegung flüchteten, hielt er entgegen: Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Es ist diese Fähigkeit des Mitleidens, die das Vermächtnis der Menschen im Widerstand ausmacht. Wenn heute angesichts unbewältigter gesellschaftlicher und sozialer Probleme, die die Globalisierung mit sich bringt, erneut das Heil in einem Kult der Stärke und der Deutschtümelei gesucht wird, wenn Fremdenfeindlichkeit und soziale Kälte wieder Opfer an Menschenleben fordern, wird es Zeit, ihr menschliches und politisches Vermächtnis einzubringen in eine widerständische Kultur des Anstands und des Mitleids, wie es einmal Herbert Riehl-Heise in der Süddeutschen Zeitung formulierte. Dies wäre verpflichtend denen gegenüber, die mit den Worten Willy Grafs darum bitten, weiterzutragen, was wir begonnen haben. Seine letzte Botschaft am Tag seines Todes der Schwester Anneliese mitgegeben lautete: Du weißt, dass wir nicht leichtsinnig gehandelt haben, sondern aus tiefster Sorge und im Bewusstsein der ernsten Lage. Sage allen Freunden meinen letzten Gruß, sie sollen weitertragen, was wir begonnen haben. Das ist das Ende, aber es ist auch ein neuer Anfang. So lauteten sinngemäß die letzten uns überlieferten Worte Dietrich Bonhoeffers, bestimmt für den englischen Freund Bischof George Bell. Und er fuhr fort im Glaube an die universale christliche Brüderlichkeit über alle nationalen Grenzen und Interessen hinweg. Und ich glaube, dass uns der Sieg sicher ist. Sophie Scholl von der Weißen Rose, Hilde Koppi von der Roten Kapelle, Dietrich Bonhoeffer von der Bekennenden Kirche,
Ihr Vermächtnis ist ein zutiefst menschliches, nicht voneinander zu trennendes Vermächtnis, das es heute mehr denn je zu bewahren und zu bewähren gilt. Als Ausländer in Deutschland leben ohne Angst. Thank you.
Deutschland des Dritten Reiches haben sich Menschen gefunden und als Mitmenschen erkannt, die sich zuvor fremd gegenüber gestanden haben. Protestanten und Katholiken, Christen und Sozialisten, Angehörige unterschiedlichster Schichten und Lebensbereiche. In den letzten Stunden waren sie sich alle gleich, in ihrer Würde und ihrem Mut und ihrer Hoffnung, dass, auf welche Weise auch immer, der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Am Ende wollten die Ersten, die ihren Widerstand der Weißen Rose mit dem Leben bezahlen mussten, gemeinsam die Kommunion erhalten. Sophie und Hans Scholl, evangelisch getauft, und Christoph Probst, der sich kurz vor der Exekution katholisch taufen ließ. Sie hatten die Gefängnisgeistlichen um eine solche Möglichkeit gebeten. Was aber bis heute nicht offiziell zugelassen ist, war auch damals selbst angesichts des Todes nicht möglich, das ökumenische Gemeinschaftsmahl von Christinnen und Christen katholischen und evangelischen Glaubens. Der sehnlich gewünschte gemeinsame Abschied war nicht ein ökumenisches Abendmahl, sondern die letzte gemeinsame Zigarette, die das Gefängnispersonal von dem Schicksal der jungen Menschen angerührt den Dreien zugestand. In der Ewigkeit sehen wir uns wieder, sagte Christoph. Es lebe die Freiheit, rief Hans. Die Sonne scheint noch, sagte Sophie mit einem Lächeln im Gesicht. Am Ende wollen wir alle diese Menschen noch einmal zeigen, nicht als geborene Heilige und Märtyrer, sondern als Menschen, die das Leben liebten und deren Liebe und Liebesbeziehungen gewaltsam abgebrochen wurden. Sie gaben ihr Leben für eine Welt, in der es möglich ist, ohne Angst zu leben und zu lieben. Und deshalb beenden wir dieses Programm mit einem kleinen Lied von Bertolt Brecht, das ich leider nicht singen, sondern nur vorlesen kann. Das Lied vom Kleinkind. Ein Liebster, zu mir teurer Gast, wie ich keinen bessern find. Doch wenn du mich im Arme hast, dann sei nicht so geschwind. Nimm von den Pflaumen im Herbste, die reif zum Pflücken sind, und habe Furcht vor mächtigem Sturm und Lust auf einen kleinen Wind.